Assalamu alaikum und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Sendung in unserer Reihe Was will der Islam? Wir werden auch in unserer heutigen Sendung wieder über das Thema sprechen, die Stellung der Frau im Islam. Die Anweisungen Allahs im Heiligen Koran bezüglich der besonderen Ehre und Stellung der Frau ist ein Parameter und seinerzeit schon revolutionär. Aussagen wie, sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingewandt, oder ich habe Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt, oder auch geht gütig mit ihnen um, oder so wie die Frauen Rechte haben, so haben sie auch Pflichten. Und im Fall einer Scheidung heißt es, nehmt sie in Güte zurück oder trennt euch in Güte von ihnen. Und der Prophet sagte einmal, der Frömmste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Der Imam Mahdi sagte einmal, ich kann mir nichts Niederträchtigeres vorstellen als ein Mann, der eine Frau schlägt. Nun ist es so, dass dort wohl kulturelle Tradition auf Religion trifft und die Religion sozusagen als Schutzschild missbraucht wird, ist es nicht die Religion, die an den Missständen schuld ist, sondern der Missbrauch von Religion ist das eigentliche Desaster. Die Philosophie des Schleiers, aber auch die Entlarvung der Fehlinterpretationen in der Öffentlichkeit und ihre Verzerrung durch kulturelle Tradition. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Dazu eingeladen haben wir immer wieder gern den Islamwissenschaftler und Buchautor und auch Imam in der Nur-Moschee in Frankfurt, Herrn Hatayatullah Hübschsaib. Herzlich willkommen, Hatayatullah. Assalamu alaikum. Und schön, dass du wieder bei uns bist. Danke. Ich gehe mal gleich rein und wir schauen mal zu dem Thema, was die Heiligen Schriften dazu sagen. So lesen wir in der Bibel Folgendes. Desgleichen, dass die Frauen sich schickliche Kleidung mit Charme und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichen Gewand, sondern, wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Und im Islam lesen wir diesbezüglich, und verfolgt nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Wahrlich, das Ohr und das Auge und das Herz, sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Hatayatullah Hübsch, das sind ja jetzt Verse, die auf Keuschheit anspielen, auf einen Schleier anspielen, auf ein Benehmen, auf ein moralisches Verhalten anspielen. Hatayatullah, was ist denn die Philosophie von Parda? Was ist denn die Philosophie des Schleiers? Wenn wir uns fragen, wozu der Mensch eigentlich da ist und zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht sein kann, dass der Körper allein unser Daseinszweck ist, dann ist das Resultat, dass man so etwas wie Bewusstsein oder Seele in sich erkennt und dass auch die entsprechende Entwicklung von Bewusstsein und Seele, die ja weitergeht als die des Körpers, erkannt wird als etwas, was in höhere Bereiche führt als nur die Befriedigung des Körpers. Sagen wir in geistig-spirituelle? Ja. Und das ist nichts Abgehobenes, Weltfremdes irgendwie, sondern etwas sehr Genussreiches, etwas sehr zutiefst Befriedigendes, das den Menschen Flügel verleiht. Und um in diese Höhen zu gelangen, bedarf es einer gewissen Disziplinierung. Man muss, wenn man schwimmen lernen will, eben die Hände bewegen. Und wenn man geistig fliegen will, dann muss man entsprechend Ballast abwerfen. Muss man den Geist bewegen, muss man sozusagen. Den Geist bewegen. Mhm. Aber das wäre ja noch nicht alles. Wenn also das Bewusstsein das Endresultat unserer Bemühungen wäre, könnte man sagen, die einen wollen eben ein schönes Bewusstsein haben und fühlen sich da wohl und die anderen, die fühlen sich wohl, wenn sie ihren Körper befriedigen. Ja. Aber was schon angeführt worden ist eben in diesem Zitat, das Auge und das Ohr und das Herz werden geprüft werden, ist, dass es einen Zweck gibt in unserem Dasein, der sich erst, nachdem wir den Körper verloren haben, zu erfüllen beginnt. Alles, was im Weltall existiert,
verwandelt sich um. Es verschwindet nichts. Mhm. Der Körper verwandelt sich in Erde. Das Bewusstsein, unser Geist, geht in eine andere Dimension über. Mhm. Und das, was wir dann erleben, das ist ja von einem Schleier umgeben, von einem Geheimnis umgeben. Mhm. Das Leben nach dem Tode, das Jenseits. Das ist das, wohin wir eigentlich geleitet werden durch Religion. Sonst wäre ja die Botschaft Gottes sinnlos, sage ich mal. Genau, also nicht sinnlos, aber sie wäre etwas, wo man sagt, ja, das ist eben so wie ein Gesetz, dass die Leute sich nicht gegenseitig umbringen, dass sie sich in Frieden lassen, dass sie einigermaßen vernünftig miteinander leben und auskommen. Ja. Solidarisch miteinander umgehen und so weiter. Ja, und so weiter. Aber alles so im Rahmen, naja, es ist halt Leben und irgendwann sind wir tot und vorher müssen wir gucken, dass es uns gut geht. Aber Islam und die anderen Religionen auch erklären, dieses Leben ist ähnlich dem einer Raupe, die hier etwas zu sich nimmt, sich betätigt und eben die verschiedensten Dinge mit den Sinnesorganen erfährt. Aber die Raupe, wie wir wissen oder wissen sollten, ist ja nicht der Endzweck dieses Tieres, dieses Raupendasein, sondern die Raupe verpuppt sich. Das ist ein wunderbares Geschöpf, was Gott da geschaffen hat. Die Raupe verpuppt sich. Ja, und diese Verpuppung, die ist im Vergleich zu Menschen in dem Zustand also des Grabes ähnlich. Und nach der Verpuppung kommt eine völlige Umwandlung und aus diesem merkwürdig kriechenden Ding wird ein Schmetterling. Also es ist fantastisch, wie die... Soll das Gleichnis jetzt so ein bisschen dahin zielen oder das verständlich machen, dass Sie sagen wollen, also die Raupe ist das diese Leben, die Verpuppung ist der Zwischenzustand oder der Zustand des Grabes und das Schmetterling werden ist dann nach dem Tod? Kann ich das genau, so verstehen? Genau so. Sie meinen das so? Genau so. Oder und, und ich führe das deswegen an, weil wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir hier in einer Art Trainingssituation sind, wo unser Geist trainiert wird, unsere Sinne trainiert werden, damit sie den Bedingungen des neuen Lebens nach dem Tode in einer völlig anderen Dimension standhalten. Ich denke, dass dieses damit wir lebenstüchtig werden, lebensfähig werden in diesem Gefilde, in diesem Bereich des Jenseits. Im Jenseits, ja. Dieses Bewusstsein ist natürlich leider so, der Tod wird ja immer verdrängt, ja. Und dann verdränge ich natürlich auch solche, solche Dinge, die für manche Menschen, die eben das Körperliche noch als das Höchste betrachten, werden dann solche Dinge auch in den Hintergrund gerutscht, ja, weil sie den Tod halt auch verdrängen, ja. Ja gut, das ist eben der Mechanismus, wenn man sich nicht mit diesen Fragen beschäftigt, wozu wir eigentlich da sind, wenn man nicht... Zweck, ja. Genau, dann kommt man eben auf so eine schiefe Bahn, wo man praktisch alles, was man wahrnimmt, nur auf dieser materiellen Ebene sieht, so, ja. Das ist so, dass wenn jemand in der Kneipe ist, er den Geruch annimmt, in der Kneipe ist, und wenn jemand in der Moschee ist, dann nimmt er den Geruch des Parfüms an, der in der Moschee ist. Ja. Also das ist nun mal so, der Mensch ist da wandlungsfähig, aus dem Negativen wie zum Positiven. Ne? Ja, es ist, wenn man sich den, wie soll ich sagen, man sagt ja auch ein spiritueller Mensch, ja, oder ein feinsinniger Mensch, ja, also Menschen. Ich will nur darauf hinaus, weil vielleicht unsere Zuschauer dann das besser sehen, wie wir das auch sehen. Nachvollziehen können. Genau. Nachvollziehen können, dass diese spirituelle Ebene nicht etwas, also über den Wolken und abgehoben und also Verdrängung des Irdischen ist, sondern es geht nicht darum, dass irgendwo im Himmel über uns da ein Gott ist und donnert und grollt, sondern es ist so, dass Allah präsent ist, gegenwärtig ist und dem Menschen nahe ist und es eine Verbindung gibt zwischen Mensch und Gott und dass Gott uns geschaffen hat, damit wir die Schönheiten, die feinen Schönheiten, die sich erst nach dem Tode wirklich zeigen, wahrnehmen können, dass wir also für etwas Größerem geschaffen sind, als nur diesem materiellen Leben. Aus Fleisch. Wobei das materielle Leben nicht jetzt so mit Verachtung etwa gesehen wird, sondern wir genießen ja ein schönes Getränk und wir genießen Essen und so weiter. Und auch das Leben, und das macht ja auch Freude. Ja. Ja.